Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Wing Commander. Ja, wir haben in der letzten Folge das Bakatosh Red Clay, glaube ich so. Red Claw, Entschuldigung. Red Claw runtergeholt. Das war schon ziemlich geil. Jetzt blauen wir erstmal mit Shotglass. Mein Gott, meine Aussprache heute. Okay. Ja, also wir sind auf jeden Fall nicht die ersten terranischen Schiffe hier, die hier eingedrungen sind. Aber das ist eigentlich ein piratisches System und ich denke, das wird in Zukunft unsere Aufgabe sein, oder für die nächsten Folgen, uns das mal schön unter den Nagel zu reißen. Ja, ein Blick aufs Scoreboard. Ah, auf dem zweiten Platz. Casey ist noch über uns mit 66. Dann brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir da sind. Aber hier ist Angel mit ihrer tollen 80er-Jahre-Kelle. Hallo, Olli! Okay, scheint, als hätten wir ein neues Fluggerät, wollte ich schon sagen. neues Kampfschiff zur Verfügung. Da freue ich mich schon mal drauf. Ja, auf unsere Schulter brauchen wir nicht gucken, da ist alles wie immer. Deswegen starten wir mal direkt die Mission an, würde ich sagen. Kurasawa-System. Das ist schon mal gut. Ja, die piratische Offensive ist definitiv gestoppt worden durch uns und jetzt sind wir am Zug. Okay. Okay, wir müssen also mehrere Transporte runterholen und ja, gerade der erste ist gut geschützt. Wir vermuten also nichts Genaues weiß man, aber auf jeden Fall hat der Transport scheinbar einen wichtigen Inhalt. Oh ja, da ist das neue Schiffchen, guck mal. Ungelenkte Raketen. Ah, sieht schon nicht schlecht aus. Ich hoffe auch gut gepanzert. Schmeißen wir mal einen Autopilot rein. Aber ungelenkte Raketen mit an Bord. Ja, so sehen sie schon mal geil aus. Ah, ich verstehe nicht, was wollen wir mit den Ungelenkten? Die ist doch Müll. Ja, dann. Ach, wir fliegen mit Bossman. Na
komm. Break and attack. Hallo, eine Dralti? Ballern wir die Kümmelschiffchen mal weg. Schrott, du Arsch. Dann knall ich erstmal eine Ungelenkte rein. Zack, Ungelenkte raus. Die trifft auf jeden Fall. Zack. Hat sie auch. Quatsch. Na komm schon. Weg. Der alte, ey, die Junge, so locker. So locker vom Hocker hauen wir die. Die haben doch echt keine Panzerung, die haben gar nichts. Zack, da ist er weg. Nächste. Bossman schießt aus vollen Rohren, sehe ich wohl. Aber mit den Draltis sollten wir wirklich wenig Probleme haben. Batsch, batsch, batsch. Oh, da hat uns was getroffen. Ach, er ist das. Okay. Den hat Bossman runtergeholt. Und der ist schon schwerst angeschlagen. Ah, Kümmel, Kümmel. Also damals fand ich immer geil, dass Batsch, da ist er weg, dass da auch Schrottteile so abflogen, ne? Das fand ich richtig cool damals, ne? Da hab ich so gedacht, boah, was für eine Hochtechnologie, ey, wenn man da ein paar Mal drauf schießt, dann verlieren die sogar Schrott. Ja, heutzutage kann man darüber irgendwie nur grinsen, aber naja, damals war es halt richtig geil. Okay, den Nachpunkt haben wir erreicht. Die Sicht aus dem Cockpit ist ein bisschen schlecht, finde ich. So ein bisschen verbaut, sage ich mal. Komm, schnapp sie die. Schnapp sie die, Tiger. Break and attack. So. Ist ja ein Dicker dabei oder ist das nur Schiffchen? Kann ich so gar nicht erkennen, auf dem Radar. Fliegt man näher ran. Oh, meine Lieblings. Die kommen immer von vorne. Schalte ich mal auf 4 ganz. Und einer noch. Einer noch. Ja, die Krans machen auf jeden Fall mehr Stress, das stimmt schon mal. Und definitiv wendiger als die Salti, die bieten weniger Angriffsfläche. Oh, da flog eine Rakete an mir vorbei, scheinbar eine Ungelenkte. Die hat auf jeden Fall nicht gesessen.
planen.